Ich möchte euch reinnehmen in den Start von dieser neuen Serie über die Bibel. Die Bibel ist ein faszinierendes Buch. Die Bibel ist das meist gelesene, meist verkaufte, meist gedruckte Buch. Etwa 100 Millionen Exemplare werden jedes Jahr verkauft oder verschenkt. Es ist in die meisten Sprachen übersetzt, Statistik letztes Jahr, 704 Sprachen, glaube ich. Und ganz interessant, obwohl ja drin steht, du sollst nicht stellen, ist die Bibel auch das meist gestohlene Buch. Besteht aus etwa 611'000 Wörtern, je nach Übersetzung und Sprache, geschrieben von über 40 Autoren, verteilt über 3 Kontinente. Fun Fact zu der Bibel: 1631 ist eine ganz spezielle Bibel veröffentlicht worden. Man nennt sie die Sünderbibel. Es war nicht unbedingt die Absicht von dieser Bibel, aber sie hat recht einen dummen Tippfehler in den 10 Geboten. Weil eigentlich steht ja dort, du sollst nicht Ehe brechen. Leider haben sie in dieser Auflage das Wort nicht vergessen. Und darum ist es die Sünderbibel geworden, weil dort drin steht, du sollst Ehe brechen. Naja. Jetzt bin ich sicher, wir haben auch heute so ein paar Bibelkenner da und ich dachte, ich mache einen ganz kurzen Bibelquiz. Musst du reinrufen, wenn du es weißt. Welches ist der kürzeste Bibelvers? Was? Es ist vollbracht, es sind 3 Wörter. Nein, es gibt noch kürzere. Es gibt einen mit 2 Wörtern auf Deutsch. Hm? Das sind keine ganzen Verse. Okay, jetzt wissen wir, wer ist schon im ersten Gottesdienst gewesen und weiss vielleicht von dort noch. Du weißt es? Also, ruf's. Nein, mich dürstet, das ist kein ganzer Vers. Jesus weint. Jawohl, wer ist das? Jesus weinte. Sehr gut. Hey, du darfst das nachher da vorne, darfst das schnell abholen. Da ein bisschen Schoki für zum Kaffee noch hin. Der kürzeste Bibelvers finden wir in Johannes 11, 35. Hoppa. Johannes 11, 35. Jesus weinte. Jawohl, hat einen Applaus verdient. Jetzt, wenn ein Buch wie die Bibel, ich habe euch übrigens ganz ein altes Exemplar, aus dem 18. Jahrhundert, habe ich euch mitgebracht, dürft ihr gerne mal reinschauen nachher, wenn ihr wollt. Ist noch recht schwierig zum Lesen. Hat er eine Fürstin und einen Fürst gehört, ist wahrscheinlich ihre Hochzeitsbibel. Ein Buch, das so einen Impact hat über Geschichte, ein Buch, das so lange hebt, ein Buch, das so unter Druck kommt und so und trotzdem hebt an dem Buch, muss irgendetwas dran sein. Und ich glaube, darum ist es mega wichtig, auch für dich und für mich, dass wir uns Gedanken machen, egal ob du religiös bist oder nicht, egal ob du mit Jesus unterwegs bist oder nicht, was mache ich mit dem Buch? Weil ein Buch, das über die Jahrtausende hebt, obwohl man es vernichten und verbieten und alles drum und dran, und trotzdem noch da ist und trotzdem so einen Impact macht, da lohnt es sich, sich darüber Gedanken zu machen. Die Bibel stellt uns nämlich vor eine Herausforderung. Sie sagt von sich selber, dass sie ganz wahr ist. Und das führt eigentlich zu der logischen Schlussfolgerung, dass entweder die Bibel ganz wahr ist und dann lohnt es sich, ihren Raum zu geben in unserem Leben, oder die Bibel eben gar nicht wahr ist, weil sie von sich selber sagt, dass sie ganz wahr ist, und wenn dann nur etwas Kleines falsch wird, dann könnte man ihr gar nicht mehr vertrauen. In vielen Kirchen und theologischen Instituten wird die Bibel recht auseinandergenommen. Da wird einmal alles rausgestrichen, was menschlich nicht möglich ist. So Wunder, Auferstehung, Jesus Gottes Sohn. Man nennt das Entmystifizierung. Und dann bleibt noch ein Buch übrig über das Volk Israel und irgendwie ein Mensch namens Jesus, der gelebt hat, ein guter Mensch war, gestorben ist, und von ein paar Fanatikern, die ihm nachfolgen. Ist aber die Bibel wahr? Dann ist das Reden von Gott an dein und an mein Leben. Und es verändert dein und mein Leben unglaublich. Und darum müssen wir uns die Frage stellen, welche Rolle spielt denn die Bibel? Kann ich der Bibel vertrauen? Hat die Bibel, hat die Wissenschaft nicht längst etwas anderes bewiesen? Ich meine, come on, Bibel als fehlerfreies, unfehlbares, göttlich inspiriertes Buch, ist das nicht Mittelalter? Woher weiss ich, dass die ganzen Berichte nicht einfach irgendwo durch später mal reingeschrieben und angepasst worden sind? Ist es wirklich Gott, der die Bibel redet? Hey, die Frage müssen wir uns in unserem Leben stellen. Weil nur, wenn wir da irgendwo durch klar stehen in unserem Leben, kann die Bibel auch die Kraft entfalten, die sie hat in unserem Leben. Jetzt kann man ja einfach sagen, ja hey, die Bibel ist die Heilige Schrift, das ist das Wort Gottes, und dir das lange als Begründung, dann sage ich, weißt du, dass es lange eben nicht als Begründung.
Viele Menschen haben das Gefühl, Jesus nachzufolgen, bedeutet ihrem Leben irgendwo ihren Verstand auszuschalten und zu glauben, das sei einfach so ein Schritt irgendwo durch ins Nichts hinein. Ein Schritt ist einfach in ein sinnloses Vertrauen hinein. Aber ich glaube, Gott fordert uns nicht raus, einfach nur blind und dumm zu vertrauen, sondern sehr durchdacht zu glauben. Hinter dem Glauben an die Bibel steckt nicht ein blinder Glaube, sondern ein wohldurchdachter Glauben. Und heute Morgen möchte ich dich so ein bisschen hineinnehmen in die ganzen Gedanken darüber, wo wir uns die Frage, vielleicht auch skeptische Fragen stellen. Ja, können wir denn der Bibel vertrauen? Die Bibel muss sich nicht verstecken. Sie hebt auch skeptische Fragen problemlos stand. Sie verhebt gegenüber dem vom Faktencheck. Und ich glaube, dass es für dich und mich wichtig ist, dass wir auch fit sind in dem Thema, weil wir leben ja in einer Gesellschaft, die sagt, hey, nein, das ist nichts für uns. Und warum stehen wir denn zu dem? Die Bibel hat eine riesige Auswirkung auf unser Leben. 2. Timotheus 3, 16 bis 17 sagt es so, sagt die Bibel von sich selber, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Hey, wenn also die Bibel wahr ist und wenn wir denn der Bibel Raum geben in unserem Leben, dann wird sie unser Leben grossartig verändern. Weißt du, die Idee Gottes mit der Bibel war nie, dass sie nur gelesen wird. Oder dass du irgendwo durch dein Pflichtchristentum-Bibellese-Ding machst am Morgen, noch halb verschlafen. Sondern Gottes Idee mit der Bibel ist, dass wir ihr vertrauen können und dass sie in unser Leben hinein kann reden und darin hinein kann wirken. Heute Morgen möchte ich mit euch zusammen eintauchen in 6 Gründe, warum wir der Bibel vertrauen können. 6 Gründe, die wir miteinander anschauen, wo wir eben vielleicht etwas auch in Frage stellen und sehen, hey, es lohnt sich, der Bibel zu vertrauen. Der erste Grund ist der, wir können der Bibel vertrauen. Nein, warte, ich muss zuerst etwas anderes sagen. Ich habe persönlich etwas erlebt, das in der Vorbereitung von dieser Predigt. Auch wieder neu. Es ist so genial, dass wir der Bibel vertrauen können. Es ist so genial, die Bibel zu haben. Und ich kann der Bibel viel, viel mehr vertrauen, als es mir oft bewusst ist. Jesus hat es cool formuliert, Matthäus 24, 35. Er hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen. Die ganze Welt, die ganze Schöpfung wird vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Hey, was für Power hat da die Bibel? Vielleicht interessiert es dich noch mehr, vielleicht willst du noch ein bisschen weiter nachforschen. Lohnt sich auch ein Besuch mal bei uns im Shop. Sie haben auch noch spannende Literatur zu dem ganzen Thema. Lohnt sich. Gut, also jetzt aber. Die 6 Gründe, warum ich der Bibel vertraue, warum es sich lohnt, der Bibel zu vertrauen. Erster Grund. Die Bibel ist historisch verlässlich. Oft hört man ja so ein bisschen die Aussage, ja, die Bibel ist ein gutes Buch mit guten Lebensprinzipien und so, aber die ganzen Geschichten, die ganzen Begebenheiten, die haben gar nie stattgefunden. Aber hey, die Bibel hat nicht nur gute Prinzipien, sondern die Bibel ist auch historisch verlässlich. Es ist aber ganz wichtig zu wissen, die Bibel ist aber kein Geschichtsbuch. Also die Bibel beschreibt Ausschnitte von der Geschichte. Die Bibel lässt Sachen weg, weil sie nicht irgendwo das Ziel hatte, ein Geschichtsbuch zu sein, sondern es ist ein Buch, wo Gott redet. Für historische Dokumente sind 3 Grundkriterien mega wichtig, dass es so als historisch zuverlässiges Dokument gilt. Und die erfüllt die Bibel. Der erste ist, es muss durch Augenzeugenbericht aufgeschrieben sein. Wenn man Geschichten oder wenn man Sachen aufschreibt aus dem Hören sagen, dann werden sie sofort ungenau. Wenn das kennen wir in unserem Leben. Du, der hat gesagt, dass er gesagt hat, der gesagt hat, dann weisst du, es ist ziemlich sicher ziemlich falsch. Die Verfasser vom Neuen Testament, die sind aber alle entweder selber Augenzeugen gewesen oder haben direkt Augenzeugenbericht aus erster Hand aufgeschrieben. Petrus sagt das so, wir haben uns nicht etwa auf klug ausgedachte Geschichten gestützt, als wir euch ankündigten, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommen und seine Macht offenbaren wird. Nein, wir haben seine majestätische Größe mit eigenen Augen gesehen. Die ganzen Berichte sind in einer Geschichte, in einer Zeit geschrieben gewesen, wo man nicht einfach irgendetwas hat aufgeschrieben hat, weil andere, die das Gleiche erlebt haben, die haben auch noch gelebt. Die hätten korrigiert und hätten gesagt, du spinnst ja, was du aufschreibst, das stimmt überhaupt nicht. Der Paulus schreibt uns von dem, 1. Korinther 15, 5 bis 6, als der Auferstandene hat er sich zuerst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der 12. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal.
Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Also was sagt da der Paulus? Er sagt, dazumal natürlich der Korinther, hey, wenn ihr es nicht glaubt, dann fragen die anderen 500 oder mindestens die davon, die noch leben. Für Augenzeugen ist es auch sehr wichtig, die Ereignisse so weiterzugeben, wie sie wirklich sind. Historische Literatur funktioniert oft anders. Gerade in der damaligen Zeit, da hat man es nicht so genau genommen mit dem Bericht, sondern man hat eigentlich die Helden ein bisschen grösser gemacht und dort, wo die Helden versagt haben, das hat man ein bisschen kleiner gemacht. Aber da finden wir in der Bibel ganz etwas anderes. Die Bibel ist schonungslos ehrlich, auch über die Fehler und über die Versagen, selbst von den Helden. Die Bibel berichtet uns von den Sünden, von den Erzvätern, zum Beispiel vom Abraham. Die Evangelisten beschreiben die eigenen Fehler und Versagen. Also ich weiss nicht, wenn ich ein Buch über mich schreiben würde, würde ich vielleicht den Moment, wo Jesus die schwierigste Stunde gehabt hat und ich weiche, ich schaffe nichts anderes als einzuschlafen, nicht ganz so vielleicht aus Versehen vergessen, wenn ich es aufschreibe. Das haben sie nicht gemacht. Also die coolste Geschichte finde ich bei der Auferstehung. Die Männer sind im Dorf geblieben, haben sich irgendwo durch in Sicherheit gebracht und die Frauen sind ja dort zum Grab gegangen, sind zu den ersten Zeugen von der Auferstehung geworden. Obwohl eigentlich das Zeugnis von einer Frau dort mal gar noch nicht gegolten hat vor Gericht. Sie sind nachher zurück zu den Männern, haben ihnen davon erzählt und dann schreibt es, dass die Männer, also Lukas 24, 22 sagt, es versetzte sie in Schrecken. Kein Mann, der Geschichte beschönigen würde, würde die Geschichte so aufschreiben. Er würde schreiben, die Frauen haben mit zitternden Knien sind sie daheim geblieben, aber wir Männer sind furchtlos und mutig zum Grab gezogen und haben Jesus gesehen, oder? Wenn sie ihre Geschichte beschönigen. Aber das haben sie nicht gemacht. Die Augenzeugen haben mit brutaler Ehrlichkeit berichtet. Und von diesen Augenzeugen wissen wir, sie haben ihr Leben aufs Spiel gesetzt für die Botschaft, für die Wahrheit dieser Botschaft. Von diesen 11 verbleibenden Jüngern wissen wir von 10, dass sie wahrscheinlich als Märtyrer gestorben sind. Jetzt gibt es natürlich auch heute religiöse Märtyrer, aber die sterben für ihre religiöse Überzeugung, die glauben daran, dass es richtig ist. Die 10, die hätten alle gewusst, dass es nicht stimmt, was sie sagen. Kein Mensch stirbt für etwas, wo er weiss, dass es nicht einmal stimmt. Das zweite wichtige Prinzip für so ein historisches Dokument ist, dass historische Dokumente mit extremer Vorsicht über die Jahre übertragen werden müssen. Die Übertragungsqualität der Bibel ist absolut einzigartig. Es gibt kein historisches Dokument mit so einer Übertragungsqualität wie die Bibel. Vor dem Buchdruck, die Bibel, die sind ja dann gedruckt worden, aber vor dem Buchdruck hat man die Bibel Buchstaben für Buchstaben, nicht Wort für Wort, Buchstaben für Buchstaben übertragen. Und dann hat man jede Seite gemacht, hat man das ja sehr schön gemacht, oft in den Klöstern, und dann haben sie Statistik geführt zu den Buchstaben, zu jeder Seite. Also man hat ein A gemalt und hat man einen Strich gemacht beim A. Und ganz am Schluss hat man eine Liste gehabt mit dem Inventar der Buchstaben und hat kontrolliert, stimmt das? Und wenn die Zahl nicht gestimmt hat, hat man die Seite genommen und nochmal neu gemacht. Man hat auf jeder Seite gewusst, welches ist genau der mittlere Buchstabe und hat von außen hineingezählt und hat gewusst, lande ich bei dem Buchstaben. Einfach zum sicher gehen, dass es Wort für Wort und Buchstabe für Buchstabe korrekt übertragen worden ist. Auch die Übertragung in die heutige Zeit ist einzigartig. Von der Bibel gibt es etwa 5500 Textfragmente. Die tut man schön systematisch verwalten. Und das sind extrem viele. Vielleicht zwei Vergleiche dazu. Das zweithäufigste Dokument aus der damaligen Zeit ist die Ilias vom Homer. Mit etwa 643 Abschriften. Zu 5500. Die älteste, die wir haben, 400 Jahre nach dem Ereignis verfasst. Die ganze Geschichte von Julius Caesar, Gallische Krieg, gibt es genau 10 Abschriften. Die älteste, die wir haben, 1000 Jahre nachher verfasst. Wir können darum heute sehr, sehr genau auf den ursprünglichen Text der Bibel zurückgreifen. Jetzt gibt es ein paar Stellen, wo man sich nicht ganz sicher ist. Die gibt es, aber keine einzige von denen betrifft eine zentrale Aussage der Bibel. Manchmal findet ihr die in der Bibel ja dann auch so mit einer Fußnote, andere Leseart oder andere Textzeugen. Das ist dort dann auch ausgewiesen. Aber wir wissen, die Augenzeugenberichte, die sind über die Jahrtausende extrem qualitativ hochwertig übertragen worden. Und das Dritte, was wichtig ist bei so historischen Dokumenten, sie müssen bestätigt werden von archäologischen Funden. Es hat bis jetzt noch nie einen archäologischen Fund gegeben, der irgendetwas von der Bibel widerlegt hätte. Aber nicht nur das, immer wieder werden auch durch archäologische Funde Bibeln
und die Erzählungen aus der Bibel auch bestätigen. Ganz ein spannendes Beispiel dazu ist das Volk der Hethiter. In der Bibel wird an verschiedenen Orten ein relativ gut entwickeltes, mächtiges Volk namens Hethiter erwähnt. Zum Beispiel 1. Mose 23 beim Abraham. Und lange hat man das wegen dem die Bibel so ein bisschen ausgelacht, weil in der ganzen Archäologie, man hat die verschiedenen Völker gekannt, aber kein Wort über die Kogge Hethiter. Erst 1884 hat man Hinweise gefunden, dass es da noch irgendein mächtiges Volk oder entwickeltes Volk hat müssen gegeben haben. Und dann erst Anfangs 20. Jahrhundert hat man weitere Funde gemacht und herausgefunden, es ist, hat man stattgefunden, ausgraben und herausgefunden, es war die Hauptstadt der Hethiter. Auch in den 1980er, 1990er Jahren sind dann weitere Funde dazu gemacht worden. Man könnte der Bibel vertrauen, weil sie historisch verlässlich ist. Der zweite Grund, warum wir der Bibel vertrauen können, ist, die Bibel ist wissenschaftlich verlässlich. Gott ist der Gott vom Universum, hat das Universum geplant und geschaffen und beschreibt darum das Universum auch so vom Schöpfer her. So schön beschrieben im Psalm 148. Dort heisst es, lobt ihn, alle seine Engel, lobt ihn, ihr himmlischen Mächte, lobt ihn, Sonne und Mond, lobt ihn, alle leuchtenden Sterne, lobt ihn, alle Himmel und ihr Wasser über dem Himmelsgewölbe, loben sollen sie allen den Namen des Herrn, denn er gab einen Befehl und sogleich wurden sie geschaffen. Er stellte sie an ihren Platz für immer und ewig, er gab ihnen eine feste Ordnung und keins von ihnen überschreitet sie. Gott hat die Ordnung gesetzt und Gott beschreibt die Ordnung auch in der Bibel. Jetzt ist natürlich ganz wichtig, die Bibel ist auch kein Wissenschaftsbuch. Das heisst, die Bibel braucht keine wissenschaftlichen Beschreibungen. Viele Sachen erklärt die Bibel auch nicht wissenschaftlich. Aber ganz interessant ist zu sehen, die Bibel enthält Wahrheiten, die wissenschaftlich in der damaligen Zeit gar noch nicht bekannt gewesen sind. Woher haben die Autoren die Sachen gewusst? Ein, zwei Beispiele dazu. Schon 700 vor Christus hat man in der Bibel lesen, dass die Erde keine Scheibe ist. Jesaja 40, Vers 22. Gott thront hoch über dem Erdkreis. Wörtlich heisst sie der Kreis des Landes. Die Bibel beschreibt etwas Kreisförmiges, etwas Rundes für die Erde. Man weiss zwar heute, dass das schon vor dem Mittelalter bekannt war, aber 700 vor Christus war extrem früh. Woher hat Jesaja das gewusst? Man hat sich auch die Frage gestellt in der damaligen Zeit, durch was wird denn die Erde gehabt? Man ist davon ausgegangen, dass, also zum Beispiel die Griechen sind davon ausgegangen, dass der Atlas, das mächtigste Wesen, der Atlas, sie hebt, dass er am westlichen Ende der Erde steht und sie hebt. Sonst würde sie runterfallen. Die Hindus von der damaligen Zeit haben geglaubt, dass sie auf dem Rücken von 8 Elefanten liegt, die auf einer riesigen Schildkröte stehen, die schwimmt. Habe ich nicht erfunden. Die brillanten Ägypter haben gedacht, dass die Erde von 5 Pfeilern gehabt wird. Und was noch interessant ist dazu, der Mose ist ja bei den Ägyptern in der Schule. Das heisst von ihm, er hat all die ägyptischen Sachen gelernt. Der Mose hat das wahrscheinlich gelernt an dieser Schule. Und trotzdem ist nichts davon in der Bibel gelandet, wie Gott dafür gesorgt hat. Schauen wir mal in die Bibel rein, ins Buch Hiob, das älteste Buch der Bibel. Hiob 26,7. Gott spannte das Zelt des Himmels aus im Leeren und über dem Nichts hängt er die Erde auf. Hey, was für eine Beschreibung. Ich habe ein anderes Beispiel aus der Tierwelt. 3. Mose 11, Vers 4. Wird den Israeliten verboten, Hasen zu essen, weil Hasen Wiederkäuer sind. Und lange hat man die Bibel ausgelacht. Denkt, hey, nicht einmal Biologie hat sie im Griff. Hasen sind doch keine Wiederkäuer. Kühe sind Wiederkäuer und alle möglichen anderen Tiere, aber sicher keine Hasen. Und lange hat das als ein gutes Beispiel gegolten, warum eben die Bibel Fehler hat. 1882 hat man eine spezielle Form von Wiederkäuen bei den Hasen und bei Kaninchen entdeckt. Und zwar bildet sie im Blinddarm vitaminhaltige grüne Kügel, die sie ausscheidet und gerade wieder essen. Und ohne das sterben sie. Ohne die spezielle Form von Wiederkäuen sterben sie in relativ kurzer Zeit. Die Wissenschaft hat in dem Fall nur 3500 Jahre Verspätung gegenüber der Bibel gehabt. Dann als letztes Beispiel von der Medizin. 14. Jahrhundert, Pestepidemie in Europa, 25 Millionen Menschen gestorben, etwa ein Drittel von ganz Europa ist gestorben. Das Problem war, man hat das ganze Konzept von Bakterien und von Ansteckung noch nicht gekannt.
Erst 1347 hat man dann in Venedig angefangen, dass wenn Schiffe gekommen sind und eben hätten können eine Krankheit reinschleichen, hat man ihnen gesagt, dass sie mit 40 Tagen im Hafen sein und auf ihrem Schiff draußen bleiben. Und wenn nach 40 Tagen alle immer noch gesund sind, dann dürfen sie an Land kommen. So ist Quarantäne erfunden worden. Kennen wir ja. Brauchen wir nicht mehr. Die Bibel beschreibt das schon 2000 Jahre voran, das Konzept. 3. Mose 13,4. Wenn jemand Aussatz hat, soll der Priester den Betreffenden für 7 Tage unter Quarantäne stellen. Die Bibel ist nicht ein unwissenschaftliches Buch bis heute. Im Gegenteil, in vielen ist sie der Wissenschaft weit voraus. Der 3. Grund, warum wir die Bibel vertrauen können: Die Bibel ist prophetisch verlässlich. Ich finde es faszinierend. Die Bibel im Alten Testament enthält über 1000 Prophetien, etwa 300 davon über Jesus. Die letzte von ihnen etwa 400 Jahre vor der Geburt von Jesus ausgesprochen. Und die Prophetien, die sind recht konkret, recht genau. Also nicht irgendwie so schwammiges Zeug. Wenn es ein Horoskop ist oder ein Wahrsagerei nach dem Motto, ja, du wirst diese Woche einen herausfordernden Tag haben, aber bleib dran, dann wird an diesem Tag zu Ende gehen oder so irgendetwas. Das kann ich auch. Hey, da hat die Bibel ganz konkrete, ganz klare Prophetien, wo Jesus geboren wird. Dass er nach Ägypten muss fliehen, dass der Herodes das Kind töten lässt, dass er von einem Freund für 30 Silberstück verraten wird, dass falsche Zeugen ihn beschuldigen, dass er mit Verbrechern gekreuzigt wird, dass seine Hände und Füße durchbohrt werden, dass sie ihm Gallen und Essig geben, dass seine Seite durchbohrt wird, dass seine Knochen gebrochen werden. Einfach ein paar Beispiele. Und die haben sich erfüllt. Und manchmal lesen wir dann, man sagt ein Reflexionszitat im Neuen Testament, wo nachher sogar beschrieben wird, das hätte passieren müssen, damit erfüllt wird, das. Aussagen über die Zukunft zu machen, ist extrem schwierig. Jetzt können wir ja sagen, die haben einfach mal ein bisschen probiert und irgendetwas trifft dann schon ein. Aber es ist extrem schwierig, auch Aussagen über die Zukunft zu machen, auch nur über ganz kurze Zeit. Vielleicht kennt ihr den Film Back to the Future noch. Ich finde es einen grossartigen Film, mega lustig. Aber sie versuchen ja dort, das ist irgendwo, ich glaube 1985 oder so, ist der rausgekommen, beschreiben sie das Jahr 2021 zu beschreiben. Mit den fliegenden Hoverboards und den fliegenden Autos, die nur mit Bananenschalen irgendwo durch funktionieren. Also die aktuelle Energiekrise zeigt, dass wir mehr als Bananenschalen heute für unsere Autos. Nicht einmal 20 oder 30 Jahre im Voraus kann man die Zukunft so genau beschreiben. Und da kommt die Bibel und macht so konkrete Prophetien für mehr als 400 Jahre später. Ein Dr. Peter Stoner, mal ein Stoner, der etwas Gutes gemacht hat, hat die Wahrscheinlichkeit zusammen mit 600 Spezialisten ausgerechnet, wie wahrscheinlich es ist, dass so Prophetien können gemacht werden und dann eintreten. Und sie haben ausgerechnet, dass nur schon 8 Prophetien zu machen über Jesus in der damaligen Zeit, dass die aber dann eintreffen, das ist eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 10 hoch 17. Nur 8. 16 Prophetien führt zu einer Wahrscheinlichkeit zu 1, von 1 zu 10 hoch 45. So eine Zahl. Und wenn wir jetzt zu 48 gehen, dann müssen wir die Schrift kleiner machen, weil das ist eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 10 hoch 157. Eine unglaubliche Präzision. Die Bibel ist prophetisch verlässlich. Gut, jetzt kann man sagen, ja, die haben das anders gemacht. Die haben einfach später die Sachen noch eingefügt. Ich meine, in der Zukunft, Vergangenheit, zu definieren, wie sie die Zukunft beschreibt. Das würde ja gehen. Jetzt, die griechische Übersetzung vom Alten Testament, Septuaginta, ist in der Regierungszeit von Ptolemäus II. Philadelphius, der heisst er so, 285 bis 246 vor Christus umgesetzt worden. Die Jesaja, die ich vorher vorgelesen habe, ist etwa bis 150 vor Christus fertiggestellt worden. Das heisst, die Texte sind voran übersetzt worden. Also es hilft ja, einen fertigen Text zu haben, wenn man ihn übersetzen will. Das kannst du ja nicht im Nachhinein ändern, dass du ihn voran hast können übersetzen. Für mich persönlich braucht es mehr Glauben, daran zu glauben, dass Prophetien in der Bibel alles Zufall sind, als daran, dass Gott sie geplant hat. Der 4. Grund, warum wir der Bibel vertrauen können: Die Bibel ist thematisch eine Einheit. Es ist überwältigend. Von über 40 Personen, über eine Zeitspanne von 1400 Jahren geschrieben. In 12 Nationen, 3 Kontinenten, über 60 Generationen. Von ganz verschiedenen Personen, von Königen, von Fischern, von einem Arzt, von Gelehrten, von Politikern, an verschiedensten Orten, in der Wüste, im Gefängnis, auf Reisen, in 3 verschiedenen Sprachen, Hebräisch, Griechisch, Aramäisch. Ein Buch, wo alles hinzielt, auf eine
auf eine Geschichte, auf eine Begebenheit, nämlich Jesus. Ein Buch, das auf das Ganze hinmündet, dass Jesus Menschen liebt und dass Jesus einen Weg geschaffen hat, dass wir versöhnt werden mit Gott. Eine Botschaft. Ohne Microsoft Teams, wo sie das Ganze miteinander können absprechen und koordinieren. Keine Zoom-Calls, kein Mensch als Projektleiter. Ein Thema und das Ganze ohne Widerspruch. Fünfter Grund, warum man sich der Bibel vertrauen. Die Bibel hat über die ganze Zeit all diese Angriffe überstanden. Die Bibel ist immer angegriffen worden und hat trotzdem über die Zeit überlebt. Sie hat Verfolgung überlebt, vom ersten Jahr an. Von der römischen Kaiser bis heute ist sie immer wieder verboten worden. Die Bibel ist das umkämpfteste, verachtetste, verbotenigste und meist zerstörte Buch von allen Zeiten. Sie hat alle Kritik überlebt. Schon so viele Menschen haben es, oder Universitäten haben es sich zum Ziel gemacht, die Bibel zu entkräften, und doch ist sie heute noch da und entwickelt heute noch ihre Kraft in unserem Leben. Ein cooles Beispiel. Yes. Wartet, bis ich euch das Beispiel noch gebe. Ein cooles Beispiel ist der Voltaire. Der Voltaire, ein brillanter französischer Philosoph. Er gilt als ein Genie. Und er hat gesagt, in 100 Jahren wird es auf der Welt keine Bibel mehr geben. Die letzte Ausgabe wird dann in irgendeinem Trödlerladen herumliegen. Das hat er gesagt. Und jetzt kommt der Humor Gottes ins Spiel. Nicht ganz 50 Jahre nach seinem Tod hat man das Anwesen, die Wohnung von Voltaire, ist gekauft worden von der Genfer Bibelgesellschaft. Und in denen hat es eine Druckmaschine gehabt, die der Voltaire gebraucht hat, und die hat man gebraucht, zum Bibel zu drucken. Das finde ich cool, oder? Warum wird denn die Bibel überhaupt so angegriffen? Warum? Ich glaube, es gibt einen Feind, und der wird dich davon abhalten, dass dein Leben verändert werden kann durch die Kraft Gottes, die durch die Bibel wirkt. Aber weißt du was? Die Bibel ist immer noch da. Und sie verändert immer noch Leben. Petrus beschreibt so schön, das Gras verdorrt und die Blume verwelkt. Aber das Wort des Herrn hat für immer und ewig Bestand. So gut. Hey, und mit dem komme ich zum sechsten Grund, den ich heute Morgen auch möchte abschliessen. Aber der sechste Grund, warum wir der Bibel vertrauen können, ist der, dass die Bibel Kraft hat, Leben zu verändern. Weißt du, den Grund, den kannst du selber ausprobieren. Und ich weiss nicht, wo du stehst auf deiner Reise mit Gott. Ich weiss nicht, wo du stehst in deinem Leben. Vielleicht bist du mit Jesus schon lange unterwegs. Vielleicht bist du aber auch da oder schaust zu und hast irgendwo durch eine Frage und irgendwo durch ein merkst, es zieht dich, und gleich hast du ganz viel vielleicht Zweifel. Ich glaube, das ist das stärkste Argument für jeden von uns, wenn wir erleben, dass die Kraft von dem Gott, der in dieser Bibel beschrieben ist, unser Leben verändert. Wo es unser Leben verändert, wenn wir in dieser Bibel lesen und ihren Raum geben in unserem Leben. Jesus sagt es, und das ist im Johannesevangelium beschrieben, so schön: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Hey, wir sind hier miteinander in Kirche. Die Bibel hat das Leben von so vielen von uns verändert. Und weißt du, Gott möchte auch gerade durch die Bibel auch dein Leben verändern. Probier es aus. Die Frage, die ich uns allen heute Morgen möchte stellen: Wir haben die Bibel. Was machen wir damit? Welchen Raum geben wir der Bibel in unserem Leben? Hey, die Bibel möchte mehr sein als ein Buch, das wir vielleicht aus christlichem Pflichtbewusstsein immer mal wieder lesen. Die Bibel möchte mehr sein als etwas, das vielleicht mal aufs Hochzeit geschenkt bekommst und dann irgendwo in einem Büchergestell verstaubt. Die Bibel möchte mehr sein, als dass sie einfach auf deinem Nachttisch liegt und nicht geöffnet wird. Sondern die Bibel, Gott möchte durch die Bibel dein Leben verändern, dein Leben verbessern. Wie wir es gelesen haben im 2. Timotheusbrief, es ist so ein grosser Nutzen drin. Sie befähigen dich zum Leben, wo du ausgerüstet bist, alles zu tun, was gut und richtig ist. Was machst du mit der Bibel? Vertraust du ihr? Lesest du sie? Gehorchst du ihr? Hey, Gott möchte dir so viel zeigen über dich, über sich, über das Leben, über deinen Umgang mit anderen. Gott möchte dir Hoffnung geben in schwierigen Zeiten. Gott möchte deinen Alltag verändern. Wäre es nicht Zeit, in deinem Leben der Bibel mehr Platz zu geben? Ich möchte gerne noch beten, und nachher werden wir den Refrain singen von einem Lied. Und ich möchte dich herausfordern, während dem Gebet und während dem Refrain noch durch Gott eine Antwort zu geben. Weil ich glaube, Gott fragt dich heute: Was machst du mit meinem Wort? Vielleicht hast du mit Gott, mit Religion, mit Glauben gar nichts am Hut. Gott fragt dich heute: Was machst du mit meinem Wort?
Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir dich kennenlernen durch die Bibel. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du dein Wort gesendet hast und dass es unser Leben verändert. Und dass wir in der Bibel dein Wort haben, wo wir wirklich darauf vertrauen dürfen. Aus all diesen Gründen. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, Menschen zu sein, die es lernen, in dem Wort zu leben, durch das Wort zu leben und aus dem Wort zu leben. Ich möchte dich bitten für alle die, die da sind, die vielleicht sagen, ja, ich in meinem Leben, ich merke, ich habe Mühe mit dem Bibellesen. Ich gebe der Bibel wenig Priorität. Ich möchte dich bitten, dass du uns neu erfassest. Dass du uns neu sehen lässt, was da drin steckt für jeden von uns. Und dass wir uns die guten Gewohnheiten dafür da trainieren, immer wieder aufzudanken, immer wieder überzukommen durch dich. Und dich kennen, dich zu treffen, einfach auch in deinem Wort. Danke dir von ganzem Herzen dafür. Amen.